Hallo Männers, hallo Frauens und alle anderen. Zelt habe ich aufgebaut, wir sind durch. Ich musste einmal umbauen, wir waren unten am Strand. Good morning in the morning. So. Wir haben es kurz nach 7. Tag 4 beginnt. Die Nacht war der Horror für mich, aber diesmal nicht, weil ich nur so schlecht schlafen konnte wegen der Umstände, sondern mein rechter Fuß, die Blase. Ich hatte die ja sofort, als ich die gemerkt hatte, mit einem Blasenpflaster abgedeckt. Und die war sehr nah am Fußballen vorne Richtung Zehen. Und das konnte ich so gerade abkleben und direkt schon nach dem ersten Laufen hatte sich das auch vorne aufgeribbelt. Das Pflaster so ein bisschen, aber es hielt. Und man soll das da drauf lassen, damit halt dieses Klima unter dem Pflaster gehalten wird. Naja, jedenfalls kriegte ich die Nacht Schmerzen von der Blase, die so gerade noch auszuhalten waren. Und dann habe ich mich entschlossen, es abzumachen. Und in dem Moment platzte dann auch die Blase. Die hat sich dann an der Stelle weiter nach vorne entwickelt, Richtung Zehen. Ja, und war richtig schön prall gefüllt. Ja, ich habe das jetzt wundversorgt soweit mit Wunddesinfektionsmittel und habe dann später ein neues Blasenpflaster draufgeklebt. Aber halt sehr weit in den Zehenbereich rein, sodass das wahrscheinlich nicht lange halten wird. Ich bin sehr gespannt, was das gibt und ob ich die Wanderung überhaupt starten kann, so einigermaßen humpelnd oder wie das läuft. Also der Druck ist ein bisschen weg, aber ich merke es noch deutlich. Ja, und so starten wir dann mal in Tag 4. Gleich erstmal Frühstück machen. Und dann schauen wir mal, da muss ich Bettina das mal beichten. Hier ist nochmal eine Ornisti Box, Ornisti Box, wie auch immer für Bettina, mit allem drum und dran. Und ich konnte mir mal eine Banane kaufen. So, hier ist die Gabelung. Ich immer mit dem So, ne? Das ist auch so ein Mach Ding. Ich auch. Mach ich auch. Fangen wir neu an. Einfach das So weglassen. Hier jetzt die Entscheidung an der Gabelung, den Weg ab oder down. Und wir entscheiden uns für down, der schwerere Weg. Dürften beide gleich lang sein, zumindest laut Karte, was man so sieht. Und wir nehmen den schwereren Down-Weg, aber mit der besseren Aussicht angeblich. Bettina sagt, wir vertrauen Facebook und machen das mal. Wir gehen runter. Ach, immer diese tiefen Stufen. Walum. Uah, da kommen meine alten Knochen immer so schlecht runter, ey. Ja. Ja, das wird mein Herz nicht leicht mit mir. Ich brauche euch mal, liebe YouTube-Gemeinde, und ihr müsst mir jetzt mal sagen, wie ihr hier durchgehen würdet. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde jetzt eins machen, habe ich mir gerade so spontan überlegt. Wir stehen gerade erst hier. Ich werde jetzt auf meinem Hosenbein da runterrutschen. Ja, sehr gut. Also ich glaube, ich gehe auch drunter durch und halte den Baum fest. Wenn das nicht passt. Da oben drüber schlagen wir. So. Ja, und dann müsst ihr eigentlich.
Ach, der geht nicht tief. Ein bisschen runter oder ein bisschen nach vor? Warte, da mache ich das anders. Was? Da mache ich das anders. Muss noch mal. Kannst du mal? Nee. Ja, ich kann die Stücke nehmen. Ja, nimm die mal. Aber nicht runterfallen. Nein, ich versuche mich Lambada-mäßig. Genau, das war meine Idee. Ja. Sehr gut. Okay. Bis Challenge erledigt. Die Bettina, die labert immer einen Stuss hier manchmal. Weißt du, was mir helfen würde? Ja. Wenn du meine Stöcke aufnimmst. Ach so, ja, ich natürlich nehme ich deine Stöcke auf. Jo, hab. Aber fall jetzt nicht die Treppe runter. Warte mal, ich habe das doch gar nicht festgehalten für die. Hier die dicke. Ich hoffe, es geht ganz gut. Ja, hör mal, ich habe das. Guck mal, warum mussten denn diese schlanken jungen Menschen sich da. Wir sind besser wie die jungen Leute. Wir haben mehr Skills. So langsam werden wir geprüft hier. Erst dieser Baum über die Treppe und jetzt ein riesen Matschfeld. Und ich kann mir gar nicht erklären, wo das herkommt. Das geht jetzt schon ein paar Meter. Und es gibt ja, da unten gibt es einen neuen Weg. Scheinbar. Ich habe schon gedacht, wir müssten jetzt weiter durch diese Pampe hier. Durch die Wildschweinwühlbecken. Aber sind hier noch keine. Ich habe noch keine Spuren gesehen. Der mystische Wald am Loch Lomond auf dem Weg Richtung Inversnaid. Kurz beim Schnaufen wollte ich euch noch erzählen zum Zustand meines Fußes. Also ich habe gedacht, ich kann gar nicht mehr laufen heute oder kaum noch oder humpelnd. Aber der Zustand ist ehrlich gesagt nicht schlimmer wie die letzten Tage. Durch die Blase, lediglich bei diesen hohen Stufen, kann ich halt nur noch mit dem linken Fuß zuerst runtertreten. Bei einem rechten, wenn ich dann aufkomme mit dem schweren Rucksack und das Gewicht nicht auffangen kann, schmerzt es unglaublich. Aber ich löse es, indem ich halt immer Schritt für Schritt, linke Fuß voraus, dann Treppenmeister rauf oder runter und dann geht's. So, habt ihr mich genug keuchen gehört in diesem wunderbaren Zauberwald hier. Mit einem herrlichen Weg. Ja, und kurz noch zur guten Info. Wir haben uns verrechnet, beziehungsweise haben einer Karte vertraut, die im Internet ist, mit den Distanzen des West Highland Way. Und da wären es eine Distanz heute nur gewesen von 9 Kilometern bis in die Stadt Inversnaid. Ja, leider Gottes, wir haben es gerade kontrolliert, sind es insgesamt 15 Kilometer, so 15 und ein paar zerkrümmelte. Naja. Mal gucken, was wir gleich machen. Jedenfalls haben wir jetzt, wir müssten jetzt eigentlich da sein laut unserer Rechnung und haben jetzt noch 5,5 Kilometer circa vor uns. 3,4 Meilen. Jo, dann bis später. Genug gestöhnt jetzt, aber wirklich. Tschüss. Also, okay, also diese Wahnsinns-Moosfelder hier in Buti. Ich habe noch nie von einem Buti gehört. Das müsste man mal googeln. Also das ist mal wirklich ein lostiger Lost Place hier. Es ist ja komplett nur noch Grundmauern. Da hinten steht die Bettina rausschimmernd. Das sieht ja krass aus. In the jungle. Ist das nicht der Hammer? Die letzten Meter nach Inversnaid. Also was heißt Meter? Ungefähr 15, 20 Minuten noch. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Wir werden das heute so machen. Da alle Powerbanks leer sind und wir stinken wie die Schweine, werden wir heute ins Hotel gehen in Inversnaid. Versuchen dann irgendwo einzukaufen, Vorräte aufzufüllen. Ich würde gerne Einlagen bekommen, also so normale Scholleinlagen oder sowas. Und die gegen meine orthopädischen austauschen. Obwohl es ganz gut klappt gerade. Ja, und dann die Nacht im Hotel schön mal duschen. Und morgen geht es dann weiter. Die Etappe kann ich oder die nächste Etappe kann ich euch noch gar nicht sagen. Wir werden heute Abend mal eine Besprechung machen und dann werde ich mich wahrscheinlich erst morgen wieder melden, aber wir werden sehen. Vielleicht gibt es ja noch was Tolles in der Stadt. Bis denn!
Jetzt sag ich doch noch was, man sieht so ein bisschen durchblitzen da hinten. Wir glauben, dass es das Hotel sein könnte, das... Ach, hier unten, ich hatte gerade nur gehört, hier ist irgendwie eine Schiffs-Cruises-Seefahrt-Dingsbums, ich kann nicht mehr sprechen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und da hinten ist unser Hotel. Also, bis denn dann. Bettina freut sich, wir müssen noch diesen kleinen Umweg hier hochgehen bis zum Hotel. Ja, es war vor uns, aber leider gibt es eine Schlucht dazwischen. Inversnate Bankhaus. Roomtour mit dem iPhone in weitwinklig. Also, hier, ich stehe an der Tür, Bettina und mein Bett hier. Schön schon alles belagert und ausgepackt. Aber dafür ein riesen Bad mit Wanne. Ja, Klamotten hängen schon zum Trocknen. Und jo, das war's dann für heute. Jetzt in die Stadt, nach dem Koop und Feierabend. That's how it's good for you and we can see if we are able to manage it, but we are really tired. And yeah, well, you're down to me because the other, my wife is busy and yeah. The other taxi. Das dann aus, wenn zwei Wilde Handwäsche betreiben. Dort hinten. Bettina ist im Bad, Lampe, alles muss trocknen. Tja. Und nochmal so die Bildkontrolle im Spiegel. Wir kriegen es nicht trocken. Also ich hoffe, es wird bis morgen früh noch alles soweit einpackbar sein. Aber das hat sich so gelohnt, nach 3 Tagen, also jetzt nach 4 Tagen muss man ja sagen, heute ist ja Tag 4, mein Hemd, was ich oft öfter getragen habe, das Wasser war braun. Also, sehr lohnenswerte Aktion heute noch. Ja, und dann verabschiede ich mich jetzt wirklich mit diesen Worten für den heutigen Tag 4. Bis morgen früh. Macht's gut. Das Zimmer hier ist fast wieder in Normalzustand zurückversetzt. Bettina packt noch die letzten Sachen zusammen und dann geht's runter. Wir haben, ich kann die Uhrzeit nicht gucken. Ich habe meine Uhr mit Smithschuss. 9:24 Uhr. Ja, 9:24 Uhr haben wir es jetzt runter, auschecken und dann geht's los. Bis 10 Uhr hätten wir Zeit gehabt, auszuchecken. Dann bis gleich auf der Wanderung. It's a wonderful morning. Welcome Germany, hier vom Loch Lomond am Hotel Intersnake. Ja, es geht weiter. Wir haben jetzt so ungefähr 15 Kilometer Tour bis zum nächsten Camp Base, aber vermutlich müssen wir vorbeilaufen. Es gab keine freien Plätze mehr. Wir versuchen trotzdem Platz zu finden. Ja, und ansonsten müssen wir schauen, ob wir es über die 15 Kilometer hinaus schaffen.
Ich habe meine Füße gut versorgt, jetzt auch getaped. Dank Bettina, die hatte noch ein bisschen Tape dabei über die Blasenpflaster. Und ich hoffe, das geht alles gut, denn Einlagen gab es nicht. Wir haben gestern ja den Horrorpreis bezahlt in die nächste Stadt. Ja, es kostet alles mehr, wie wir dachten, weil wir halt nicht so schnell sind wie andere. Und hier zu dem Thema schnell. Also wir machen die Wanderung ganz entspannt. Andere laufen die in 7 Tagen circa. Wir sind viel langsamer, das haben wir auch von vornherein geplant, weil wir viel mehr sehen wollen und entspannt loslaufen wollen. Und ich kann es auch konditionell gar nicht anders. So, also ich nehme euch wieder mit auf in Tag 5. Auf zum fröhlichen Jagen. Auf in. Wo rein? Ans Boot? Ich möchte nicht. Wir gehen jetzt schön, ich weiß gar nicht, ob unten oder ob wir da oben lang müssen. Ich hoffe unten. Kleiner Nachtrag noch, ich habe es noch gar nicht gesagt. Das Wetter, das schottische Wetter, zeigt sich wieder für uns von seiner allerbesten Seite. Was? Ja, lucky us. Wir haben Glück. Yes, we have. Ja, also es geht nicht ganz unanstrengend los an Tag 5. Hier am See vorbei geht es weiter über Stock und Stein. Ja, ganz schöne Konzentration und die Beine tun weh. Heute meine Hüfte. So, es geht jetzt wohl laut Aussage zweier anderer Wanderinnen 1 Meile weiter mit viel Climbing. Einige Meilen? Ja. Okay, naja. Das ist schade. Reingesteckt, 50 Pence oder sowas in den Baum. Neben dir. Oh ja, da stecken mehrere, ne? Hier haben die Leute Geld eingeworfen, um den Weg passieren zu dürfen. Das haben sie aber hübsch hier gemacht. So, nochmal Gelaber. Ich muss sagen, ich komme heute Tag 5 morgens wirklich ganz schlecht in den Tritt. Ich meine, es geht auch über Stock und Stein und eben sind wir ja auch geklettert, wie ihr gesehen habt. Aber irgendwie finde ich meinen Schritt heute nicht. Ja, das wollte ich noch zum Besten geben. Ja, ich überlege gerade, ob mir sonst noch was einfällt, aber ich glaube nicht. Da ist Bettina und wir stapfen fleißig weiter. Wo ist sie denn überhaupt? Ach, da ist sie. Hä? Ah, da. Bettina freut sich und sagt, hier ist ein Weg für mich. Ein Mr. Fadefahrt, ein bisschen was auf dem West Highland Way. Ich rede heute zu viel. Ich mache kaum B-Roll und quatsch viel zu viel. Erste Seite. Oh, da unten ist ein Bachfels auch gelandet auf dem Stein. Bettina macht den Flötenschlumpf. Jetzt sind wir sogar auf Wasserlinie. Aber es sieht so aus, als kommt da gleich besser. Das ist gut. Oh. Hier ist ein Baumstamm. Gerade, wo ich mal kurz meinen Rucksack hinlegen kann, einigermaßen auf dem Stein hält. Also nach dem Bergauf, Bergab die längere Pause gemacht, weil ich überhaupt nicht mehr konnte. Aber jetzt werden wir belohnt,
Der letzte Weg war jetzt einfach nur so ein Flussbett oder ein kleines Mini-Bachbett. Und wir kommen hier hoch und dürfen dieses Panorama hier erleben. Wahnsinn. Und einen Moment. Ich hoffe, ich schaffe mal vorlegen. Ich glaube schon. Ja, wir werden gerade noch mal richtig belohnt hier oberhalb des Sees. Die Sonne brennt, weiß leider nicht, wie warm es ist. Aber so kaputt war ich die ganze Wanderung noch nicht. Boah, ich sehe echt aus, ne? Also knapp 8 Kilometer. 2 würden noch bis zum nächsten Platz, wo wir dann auch was rasten könnten, vor uns liegen. Aber heute ist brutal, aber der Rucksack ist ja auch wieder voll mit Vorräten. Unglaublich, mir brennt alles. Ja, gut. Bis später. Bettinas Glücksbringer für alle Wege. Eben hatten wir einen, der uns nach den Mountains gerettet hat. 12 Höhenmeter, hat die Bettina gesagt. 12 Höhenmeter sind es noch. Die App hat das gesagt. Oh, das. So, scheinbar beginnt jetzt so richtig der Abstieg Richtung Campingplatz. Ich bin am Ende. Automatikmodus an und durchziehen. Also, ich weiß, ich habe schon oft gejammert, aber das ist für mich jetzt gerade der absolute Segen, dieses Schild zu sehen, was Bettina mir gezeigt hat. Ah, ich hoffe, obwohl der Platz ausgebucht ist, dass wir irgendeine Schlafmöglichkeit hier bekommen. Und hier sind eigentlich genug Platz hier unten. Also schauen wir mal. Oh mein Gott, wir sind gerade so froh, dass wir angekommen sind. Wir hatten keine Ahnung, ob hier was frei ist, weil im Internet war alles besetzt. Und die hat es aber nur rausgenommen, weil alles überflutet ist. Aber es ist noch ganz viel Platz und wir sind angekommen in dieser Campsite. Und ich glaube, wir sind beide sowas von erleichtert. Ich hätte keinen Meter mehr gemacht. Also der Weg, das waren nur 10 Kilometer heute, aber es war absolut... anstrengend. Oh. Also es war nur Rock, ja. Hoch und runter die ganze Zeit, immer auf irgendwelchen, jeden Schritt achten. Jetzt einfach Schluss. Du musst noch sagen, wo wir sind. Wir sind in der Baneglass Campsite. Tschüss. So, alles steht. Jetzt geht es erstmal ab unter die Dusche. Für heute reicht es absolut. Guck mal, wie ich aussehe. Ach so, Nachttrag. Gleich geht's rüber an den tollen oder in das tolle Restaurant hier von Weinglas. Bin sehr gespannt, was es da Leckeres gibt. Ciao, ciao.
Also im Zelt, im Bettchen, in Beinglas, auf dem Campingplatz, der ganz hervorragend war. Wir wurden voll lieb empfangen. Das zum Abend. Wir haben lecker Burger gegessen und sind sehr satt. Ich habe übertrieben und 2 Bier getrunken. Diese wie heißt das Bier? Weißt du das noch? Ein schottisches Bier. Aber zum Tag, also ich hatte es eben schon mehrfach angedeutet, es war eine Etappe, die mir unglaublich schwer gefallen ist. Ich habe die ganzen letzten Tage schon gejammert, ihr habt es gehört, aber heute war das so eine Mischung aus Climbing, ein klein wenig zwischen Felsen, immer wieder durch Matsch, aber stetig bergauf und bergab. Auch das habe ich schon so erzählt, aber ich hatte das Gefühl, heute war es sehr extrem und Bettina hat mitgefühlt. Sie hat mich wirklich die letzten 2 Kilometer mindestens komplett da durchgeschleift. Wir haben heute nur 11,5 Kilometer laut Komoot geschafft, was unsere Planung, die wir gerade eben gemacht haben, ich weiß gar nicht, bestimmt auch 1-2 Stunden lang, irgendwie sehr schwierig gestaltet hat, aber unsere Köpfe sind auch leider komplett leer. Wir können nicht mehr geradeaus denken oder keinen Gedanken mehr zu Ende führen. Aber irgendwie ist es auch sehr, sehr fordernd. Also wer diesen Weg für einen normalen Menschen, sage ich mal, der ab und zu mal wandern geht wie ich, sagt, der wäre so mittel oder so. Also kann ich nicht nachvollziehen. Für mich ist er super, super schwer. Meisterbar, aber halt in entsprechender Zeit. Naja, das so als Abschlusswort. Und naja, Belohnungen haben wir viele bekommen. Bilder habt ihr gesehen oder auch Videoausschnitte. Und dann geht's morgen weiter an Tag 6. Die Planung möchte, die hat Bettina auf dem Handy. Die kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Wir sind auf jeden Fall in 2 Tagen in Bridge of Orsheen, genau. Da sind wir in 2 Tagen grob. Und dann geht's weiter Richtung dieser Devil's Staircase Geschichte. Die Treppen, was nochmal der Horror wird. Und da müssen wir gucken, wir werden dann nur noch wild campen. Und es kann sogar ganz schlimm enden, dass ich kein Videomaterial mehr machen kann, weil wir kein Hotel auf der Strecke finden und ich keinen Strom mehr haben könnte. Wir haben doch auch auf Campingplätze. Ja, also Bettina ist optimistisch, wir kriegen das hin. Ich bin sehr gespannt. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Gute Nacht, ich bin im Eimer. Bye, bye. Guten Morgen, liebe Freunde. Entschuldigung, wenn ihr meine Augen nie seht. Auch geil. Ja, das morgendliche Ritual beginnt. Zelt zusammenpacken, also den Inhalt, Klamotten einpacken wieder. Versucht, was trocken zu kriegen hier. Von gestern, aber leider kommt die Sonne, die steht da oben in den Bergen, aber kommt hier nicht runter. Das heißt, es bleibt feucht. Dann ist Wassersack auffüllen. Ja, wie gesagt, Zeltinhalt einpacken. Und dann gehen wir zum Frühstück rüber. Heute kriegen wir auf dem Campingplatz Frühstück. Ja, und mehr gibt es auch nicht zu sagen. Und wir sehen uns gleich auf dem Weg in die Berge. Heute geht's los. Heute beginnen dann einfach nur, hoffentlich einfach nur Steigungen und nicht das, was wir gestern hatten. Bis gleich. Die beißen ja nicht gerade, oder? Ja, ich bin noch eingesprüht. In mein Gesicht, ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also hier sind hunderte Mitschis um uns rum. Also wir haben gestern das erste Mal die Erfahrung eigentlich so richtig damit gemacht. Es ist weniger schlimm als erwartet, aber sie sind halt da. Also ja, aber sie setzen sich. Bei mir setzt ja, aber sie gehen mir immer in die Augen und das nervt. Ja, so viel dazu. Bis später. Ich habe eine eingeatmet. Der Abbau hat stattgefunden und dabei sind die ganzen Mitschis nochmal aufgewirbelt, die wir gestern Abend schon bemerkt haben. Ich hoffe, ihr hört mich wegen dem Wind, der gerade aufkommt. Ja, muss ich ja jetzt. Ich muss jetzt schreien, doch, weil Wind ist. So, wir mussten uns die Mitschisnetze anziehen wegen dieser kleinen Mücken und gehen jetzt los, 15 Kilometer bergauf in die Highlands. Von Beinglas Campsite aus in Richtung 8. Trunk oder so ähnlich irgendwie. 18 Kilometer sagt jetzt Komoot. Vorher waren es 15 auf einer App von Bettina.
Und die gilt es jetzt irgendwie hinzubekommen, damit wir unseren Zeitplan noch einigermaßen einhalten können. Tschüss, Weinglas Campsite, mega geiles Paradies. Hier ist der Bach, den ich die Nacht gehört habe, der mich ein bisschen wach gehalten hat. Aber jetzt haben wir sie hinter uns gelassen. Nee, geh ruhig. Müssen die Oberleitungsmasten extra gesichert werden und es wird davor gewarnt, weil die Leute hier wohl ständig hochkrabbeln. Ja, wir schrauben uns hier gerade hoch. 400 Höhenmeter sollen es sein, die wir zurücklegen. Aber anders wie die letzten Tage auf Premium-Wanderweg. Von daher ist es echt was angenehmer. Als hätte hier mal einer geschlafen und sich hier abgehängt, das Ganze, aber seinen Scheiß hier gelassen. Okay, okay, ein bisschen Rücken, der Rucksack schlägt oben an. Jetzt hat es mich in die Knie gezwungen. Scheiße. Jetzt komme ich nie wieder hoch. Uiuiui. Oh, das war jetzt hart. Oh, ich kann es euch nur sagen, also zum Schluss wurde die Decke immer niedriger, also der Weg höher. Und dann musste ich in die Knie komplett gehen mit dem Rucksack. Bin gespannt, wie Bettina das jetzt hinbekommt. Sehr gut. Lecko funny, besser wie ich. Jetzt sind wir auf dem Highway. Leider fuhr gerade eben unter dem Kanal, unter dem wir hergegangen sind, oder dieser Brücke, ein Zug oben drüber. Den hätte ich so gerne gefilmt, um euch den zu zeigen. Aber jetzt sind wir hier irgendwie auf einem Highway zu Fuß. Ja, weiter geht's. Auf durch die Autobahn. Unterdurch. Unterdurch, unten drunter durch. Und was macht man in so einem Tunnel immer? Hallo, hallo, hey, 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 hier ist Hennis der 40. Sitzt hier einfach so rum in den Highlands. An dieser Stelle müssen wir uns, glaube ich, verabschieden von der Landschaft gerade. Und es scheint ein neuer Abschnitt zu beginnen. Der geht nämlich hier hinein in den Wald. Also super genial hier. Ich habe noch nie so viele Nadelbäume verschiedener Arten auf einen Haufen gesehen. Ich kenne die nicht mal alle. Also wirklich echt toll.
Hallo Holger, ich grüße dich nach Amerika. Bisschen traurig hier. Wahnsinn. Boah, ja. Man muss die Nase reinstecken. Keine Angst. Nein, steck mal richtig die Nase rein. Keine Angst. Komm, einmal. Ich helfe dir. Da sind auch Pilze. Ja, die Pilze muss er stehen lassen. Alter. Ja, riecht grün. Da ist die Bettina. Und da ist ein Hinweisschild. Wir hatten jetzt gerade eine kurze Pause gemacht, Viertelstündchen. Jetzt geht's weiter. Wir haben die Hälfte des West Highland Ways hinter uns gebracht. An diesem Punkt hier oder in der Stadt. Ungefähr. Ja. Weiter geht's. Jetzt nach der Pause direkt bergauf weiter. Eine Information noch zu den hier abgeholzten Nadelwäldern. Ist so wie bei uns früher, es sind alles Wirtschaftswälder und es wird abgeholzt für die Papierindustrie. Dann sieht es so aus und es werden aber direkt neue Setzlinge gesteckt. Ja, das ist alles für die holzverarbeitende Industrie. Die, ja, ist gar keine Autobahn, Bundesstraße oder sowas, A82 meine ich. Und hier ist natürlich richtig was am Start. Aber es geht gerade. Ich warte noch auf Bettina, zeige euch mal links und rechts. Und ich bin froh, wenn wir von der stinkenden Schnellstraße hier wieder weg sind. So, nachdem ich mich fast wieder vors Auto geschmissen hätte, weil ich in die falsche Richtung geguckt habe, verlassen wir jetzt auch die A82. Ja, wir treffen halt nicht so oft auf Straßen und irgendwie vergesse ich manchmal, dass es hier ja Großbritannien ist. Tina denkt wieder nur an Essen. So, jetzt muss ich nochmal zurück, das finde ich hier ja krass. Das ist hier eine Holzbrücke und die trägt 33 Tonnen LKW. Das finde ich schon faszinierend, du. Die hält 33 Tonnen LKW aus, also solltest du locker hier drüber schweben können. War das hier? Ein Augustiner irgendwas. Aus dem 13. Jahrhundert. Robert the Bruce endowed the priory in 1317. This monastic community was clearly very important at this time. Bla bla okay. Bla. Bla bla bla. Mit diesen Worten gehen wir weiter. So, wir haben 15 Kilometer hinter uns oder ein bisschen mehr. Und ich warte auf Bettina. Ich muss mal ein bisschen die Beine baumeln lassen. Ich hoffe, sie hilft mir nachher wieder auf. Ich komme hier nie wieder hoch. Ich bin mit dem Rucksack nach hinten gefallen. Und ich hoffe, ihr konntet mich verstehen. Jetzt warten wir mal auf Dina. Da kommt sie. Ich bin einfach umgefallen. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Oh. Umgefallen oder hingefallen? Umgefallen. Hoffe ich auf dich. Ich komme hier nie wieder hoch. Warum bist du denn umgefallen? Weil ich das wollte. Ach so. Ich habe uns gerade eine Massage gebucht. Du weißt doch noch gar nicht, ob wir ein Hotel kriegen. Doch, morgen. Ja, morgen, ja. Okay. Allerdings 1:60 von diesem Pfund. Das ist teuer. There's a push and there's a pull. There's a new moon and then it's full. The tide will rise and rise until it falls. And there's
Hat doch Fliegenpilze entdeckt. There's a you and there's a me. There's a pattern in the chaos, current in the sea. There are times I wish I had a mountain top. See the rhythm of it all. Ist der Heide auf den Mars. Ja, haben aber die Leute fleißig gebaut. Ich hatte es auch schon versucht oben auf dem Conic Hill, aber der Turm ist umgefallen, ich habe es nicht gefilmt. Ja, schön. Und Bettina baut jetzt auch, setzt einen oben drauf und dann fällt alles um. Oh, Bettina. Oh, 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 oh. Gut gemacht. Ja, bringt Glück, dann muss ich das auch machen. Aber ich traue mich nicht. Wo soll ich denn einen drauflegen? Ach da. Ich nehme so einen schönen silbernen hier. Ich mag die. Ich versuch's mal hier wieder größer werden zu lassen. Ach guck, geht. Sehr schön. Hier bei Timdrim gibt es mal ein paar schöne Wohneinheiten hier. Die haben wir natürlich nicht gebucht. Hübsch, hübsch, hübsch. Drückt mal alle die Daumen, beziehungsweise wir reden ja über die Vergangenheit, aber wir versuchen jetzt hier mal heute schon einzustecken, checken statt morgen. Wir haben für morgen das Zimmer reserviert und dann wollen wir mal schauen, ob wir von Bridge of Orshi, dass wir die Route rückwärts laufen. Ja, schauen wir mal. Mutu Bendoran Hotel. Sehr schön. Hast du gut ausgesucht, Bettina. Oh, Auto, Vorsicht. To see the rhythm of it all.